so eine Liebe, die ich nicht beschreiben kann. Wo du gespürt hast, es gibt eben doch noch mehr. Es ist nicht das Materielle. Ich möchte dich auch so erleben. Zeig dich mir. So wie das Anna auch gesagt hat. Zeig dich mir. Auf der Suche nach Freiheit. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einem neuen Beitrag bei Wunderheute TV. Ich freue mich sehr auf meinen Gast, auf Tobi Meyer. Er ist Musikproduzent, er ist Singer und Songwriter. Hier bei uns in der Schweiz ein bekannter Mann. Er ist überall unterwegs mit seinem tiefgründigen Konzertprogramm Freiheit, meine Geschichte mit Gott. Doch bevor wir zum Interview kommen, sehen wir noch einen kurzen Clip zum Thema. Ich hab mich nie gewehrt, hab Angst gehabt zu verlieren, hab mich zurückgezogen in meine Welt. Bin immer gekehrt, es schloss auch nicht Türen, mir gelacht über mich in Kälte gestellt. Herzlich willkommen, Tobi, ich habe es gesagt, ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt auch persönlich hier sehen und auch, dass du die Geschichte teilst mit uns. Ja, danke für die Einladung. Tobi, was muss man sich darunter vorstellen auf der Suche nach Freiheit? Nimm uns mit in deine Geschichte. Ja, das ist mein Lebensmotto geworden, mein Lebensthema. Und zwar hat es so begonnen, ich war ungeplant geboren. Meine Mutter hatte starke Depressionen und da war einfach so eine Schwere und der Arzt hat gesagt, sie sollte auf keinen Fall ein drittes Kind bekommen. Ich hatte zwei ältere Geschwister vor 40 Jahren und als sie gemerkt hat, dass ich eben trotzdem noch komme, hat sie von diesem Tag nie mehr richtig schlafen können, weil sie war so wahrscheinlich so schockiert und voll von Angst. Und das habe ich auch gespürt beim Aufwachsen. Zum Beispiel, ich mag mich erinnern, als ich mit dem Nachbarsmädchen im Sandkasten war, gespielt habe, plötzlich fingen wir an zu streiten. Sie holte dann ihren Vater, er holte dann auch meine Mutter. Ich weiß natürlich nicht jede Einzelheit, aber eines sehe ich genau vor mir. Meine Mutter stand neben dem Sandkasten und weinte. Und ja, ich wollte ihr noch nicht zur Last fallen, oder? Es ist wegen ihren Depressionen so viel traurig gewesen und ich war sehr introvertiert und ein zurückgezogener, stiller Bub. Und ja, aus dieser belastenden Gegenwart habe ich viel geträumt, mitten im Tag, auch in der Schule. Und ich mag mich erinnern, als wir, der Horror war gewesen, als wir in der Schule in der Reihe nachher lesen mussten, oder? Habe ich immer wieder meine Einsätze verpasst und da habe ich am vorausgerechnet, wie viel von mir noch dran sind, bei welchen Sätzen ich an die Reihe komme und vor lauter Stress wieder abgeschweift ins Träumen und wieder meinen Einsatz verpasst und es darf nicht wahr sein und alle haben wieder gekichert und gelacht über mich und ich hätte mich vor Scham unter dem Boden verkriechen können und all die Schuljahren bin ich den Gefühlen völlig ausgeliefert gewesen. Hat das dann so eine gewisse Suche auch ausgelöst bei dir, dass du gesagt hast, oder vielleicht auch mit mir stimmt was nicht? Ja, ich habe mich immer so gesehen, dass ich eigentlich gar nicht da sein sollte. Oder es stimmt etwas nicht. Ich war, ich war nicht so wie die anderen. Oder man sollte extrovertiert sein und laut und so wie die Welt halt ist. Und so still, dass irgendwas stimmt mit mir nicht. Und es war schwierig, mit ihm umzugehen. Und ja, ich habe dann, das habe ich auch wirklich gemerkt. Ja. Und wie hat sich das dann ausgewirkt? Später als Jugendlicher hast du dann, ich meine, man könnte ja sagen, es gibt Leute, die dann alles Mögliche suchen, vielleicht auch in Drogen. Wie war das bei dir?
Also ein Satz muss ich dazu sagen, was mir ganz wichtig geworden war. Meine Mutter sagte mal, wahrscheinlich wollte Gott, dass du noch auf die Welt kommst. Und das wurde mir so wichtig, dieser Satz. Oder? Auf den habe ich gebaut. Das war völlig essentiell für mich. Und bei einem Evangelisationsabend hatte ich den Jesus-Film gesehen. Und da habe ich mein Leben ihm gegeben, weil für mich war das völlig klar, dass Gott einen Plan hat für mich und Jesus der Weg ist für mich zu Gott und überhaupt, dass er mein Helfer ist in der Not, dass er mein Freund, er war immer mein treuer Freund in diesem Tunnel, oder? Und ich wusste irgendwann wird es mal besser werden und wird es mal gut werden. Und so habe ich dann die Musik entdeckt, oder? Und das wurde dann immer mehr, ich merkte, ich habe mein riesiges Innenleben, alles, was ich eingesperrt habe oder geschluckt habe, konnte ich mit Reden niemals rauslassen, aber mit Musik ist es gegangen und das habe ich, wurde mir so wichtig, die Musik, oder? Und auch mit 20 habe ich dann, gerade nach der Lehre als Werkzeugmacher, war nicht so mein Ding, habe ich sofort dann Musik zum Beruf gemacht, konnte Hochzeiten spielen. Habe ich angefangen, so Geld zu verdienen und merkte, ich kann auch Geräte kaufen. Für meine Kollegen und ihre Bands habe ich dann hier und da einen Song aufgenommen, merkte, ich kann wirklich etwas aufbauen. Mit 20 habe ich dann habe ich immer mehr Chancen bekommen und irgendwann, mit den Jahren, hatte ich dann auch mit Labels und so Manager, da wurden die Chancen immer größer und auch der Punkt wurde so, ja, als ich merke das starr, wenn ich als Musiker auf großer Bühne stehe, erst dann bin ich wirklich frei. Das wurde mir so wichtig und in dem war das wie eine Spirale, oder, wo ich mich herunterzog. Ich dachte, wenn ich ein großer Star bin, dann bin ich wirklich frei. Aber die Spannung kam in die Beziehung zu meiner Frau, zu meinen Kindern, auch zu Gott. Immer größer wurde Spannung und irgendwann habe ich dann einfach alles hingelegt, Gott. Und in dem Moment fielen mir wie Schuppen von den Augen. Ich merkte, wie Gott, was ich da eigentlich mache. Ich wollte mich selber befreien, obwohl Gott mir alles schon bezahlt hat und er mich frei macht. Und ich habe einfach in dem Loslassen habe ich dann diese Freiheit gefunden und gemerkt, wie sich das anfühlt, diese Freiheit, wo ich so lange gesucht habe, in diesem Moment, wo ich alles in Gottes Hände gelegt habe. War das so, dass du wie gemerkt hast, da ist auch etwas wie von dir eine Last weggegangen? Ich meine, eins ist ja, wenn man erfolgreich ist und man hat so eine Bühne, ist ja auch eine gewisse Gefahr, dass man dann nur noch für das lebt, man sieht sich irgendwie ausgestellt auch. War das für dich wirklich so ein Befreiungsschlag? Ja, also je größer die Chancen wurden, umso größer wurde der Druck auch, oder? Also die Hoffnung, dass mir das Freiheit gibt, all das in Erfolg, war eigentlich umgekehrt. Der Druck wurde immer größer. Und beim Loslassen in Gottes Hand, das war einfach der größte Freiheitsding, wo ich bekommen habe, einfach. Ja, es hat vorhin schon so die Aufschaffung von der Kindheit, das Hinschauen, was ist genau passiert, dass ich nicht alle Schuld auf mich nehme, sondern auch, was ist genau passiert und dass ich auch vergeben wusste, für was zu vergeben, dass ich vergeben konnte überhaupt und auch Vergebung annehme, dass also ganz viel geheilt in meinem Herzen von der Vergangenheit. Das ist schon auch ein großes Ding, Vergebung, was uns für mich Freiheit brachte. Aber auch das Loslassen von gewissen, ja, wie Götze oder wie Selbstzentriertheit oder auch von Süchten bin ich frei geworden, seit dann ich alles hingegeben, mein ganzes Leben Jesus gegeben habe. Oder? Das war gar noch nicht so lange Zeit. Und von dem Zeitpunkt an merkte ich, wie Jesus mich veränderte. Einfach das Wunder geschah, wo er ein neues Leben schenkt. Einfach ein Leben in Freiheit, wo er im Zentrum von meinem Leben war, wo Jesus wirklich, wo es mir immer mehr um ihn ging. Ich habe mal einen Song geschrieben, wie ein Planet um die Sonne, wo
Wenn ich mich um mich selber drehe, dann fühle ich mich gefangen in mir selber. Und wenn Gott in meinem Zentrum ist in meinem Leben, ich mich um ihn bewege, wenn es mir um ihn geht, wenn ich ihn verherrlichen will, wenn er mein Thema ist, dann, und ich ihm vertraue, dann kann ich fliegen wie ein Planet, ohne angekettet zu sein, aber auf sicherer Bahn. Und das ist so ein befreiendes Gefühl. Und seit dem Tag fühle ich mich wie im Leben angekommen. Wunderbar. Ja. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch Zuschauer, dass die sagen vielleicht auch, ich weiß auch nicht, warum bin ich auf dieser Welt. Dieser Satz von deiner Mutter, der ist dir geblieben. Gott hat noch etwas vor mit dir. Mhm. Und ich bin überzeugt, Gott hat für jeden einen guten Plan. Mhm. Aber eben, du hast es auch gesagt, nicht selbstzentriert, sondern wirklich loslassen, sich auf Gott hin konzentrieren, ihn machen lassen. Dein Schweizer Album Freiheit, Mini Geschicht mit Gott, die stieg in der Schweizer Hitparade auf Platz 22 und ich habe in diesem Zusammenhang gelesen, Tobi, 12 sehr authentische, ehrliche Songs. Es ist das persönlichste Album so von dir. Du drückst deine Geschichte in Form von Songs, von Liedern aus und nimmst die Zuhörer da wirklich mit auf eine Reise, dass sie auch fliegen können. Ja. Du hast von dem auch schon gesprochen. Ich finde das so schön. Und es ist wirklich unverkennbar in deinen Songs, dass man merkt, du hast eine echte, tiefe Beziehung zu Jesus Christus. Dein Glaube ist so richtig spürbar. Dann jetzt auch dein deutsches Album. Das heißt ja, meine Geschichte mit Gott. Ja. Seit 6. November 2020, jetzt ja, genau. Ist es auch da. Da freuen wir uns sehr drüber. Mhm. Du bist ja auch Produzent gleichzeitig und Arrangeur von über 250 Produktionen. Gibt es da eins oder vielleicht zwei, wo du sagst, das ist so speziell auch für dich ganz persönlich, von diesen Songs, die du geschrieben hast oder auch arrangiert hast? Gibt es da etwas, wo du sagst, wow, das möchte ich unbedingt teilen? Ja, also gerade dieser Song, den ich erwähnt habe, wie ein Planet um die Sonne, oder ich fliege frei, das bringt es so auf den Punkt, oder einfach das Bild gefällt mir so. Ich singe auch gerne unter dem freien Himmel und darum nehme ich auch Bilder vom Himmel oft und das ist, der Himmel ist etwas, das mich inspiriert, einfach wenn ich so die Wolkentürme sehe oder einfach auch Universumsbilder und die großen Planeten und so. Ja, das Bild Gott wie die Sonne und ich ein Planet oder wir als Planeten, wir kreisen um Gott und er ist das Zentrum vom Geschehen. Und wir können uns einfach führen lassen von ihm. Ist vielleicht ein bisschen unpersönlich, aber das Bild inspiriert. Es gibt so eine Freiheit oder so die Größe auch. Und schön. Bei mir fährt eine CD mit, bei mir im Auto. Tobi Meyer, Wunder, ein Mundart-Album. Und da wären wir jetzt ja auch beim Thema Wunder, Wunder heute TV. Und ich habe mich riesig gefreut, dort ist das Lied auch drauf, immer und überall. Das ist ja ein Klassiker bei uns in der Kirchenlandschaft, das kennt man einfach bei uns in der Schweiz. Warum hast du diesem Album den Namen Wunder gegeben, Tobi? Es gibt verschiedene Themen über Wunder, wo es bei diesen Songs geht. Eines davon ist eines der größten Wunder, das wir erlebt haben. Kinder sind ja an und für sich schon ein riesiges Wunder, wie ein Kind entsteht, oder? Und wir haben ja, als wir 2 Jahre verheiratet waren, meine Frau Rebecca und ich, haben wir gedacht, es wäre schon schön, so eine kleine Meierlis zu haben, zwei Kinder. Aber es war dann nicht so schnell gegangen, wie wir es uns vorgestellt haben. Am Schluss hat es geheißen, wir haben das abgeklärt, auch ärztlich, und es hat dann geheißen, ja, wir können keine Kinder bekommen. Und wir haben dann, ja, all den Jahren von Ungewissheit und Ups und Downs, 3, 4, 5, 6 Jahre, oder, war sehr schwierig. Und im 7. Jahr war ein Wunder geschehen, ein absolut Hammer. Wir haben eine Tochter bekommen, 4 Jahre später nochmals eine und 1,5 Jahre später nochmals eine. Und deswegen sind Kinder für unsere Töchter ein doppeltes Wunder. Ah, so schön. Genau. So schön. Und darum auch Wunder. Genau, ja. Ja. Da einige Songs bezüglich Kinder. Und es ist ja auch so, Gott tut Wunder heute. Drum gibt es auch Wunder heute TV. Das ist ja unser primäres Anliegen. Auch zu sagen, ja, mit einem lebendigen Gott haben wir es zu tun, der jeden Einzelnen sieht, der gute Pläne hat. Und ich weiß nicht, in welcher Situation Sie sich gerade befinden.
Aber dieser Bericht auch von Tobi Meyer soll Sie ermutigen. Gott ist wirklich ein Gott der Wunder. Er möchte eine ganz persönliche Beziehung. Und Tobi, das gefällt mir so. Du bist nahbar. Du bist in dem Sinn auch nahbar. Du gehst auf die Straße, du machst Outreach. Du gehst an einen Platz und dort singst du deine Songs, aber du hast auch Kontakt zu Menschen dann. Du teilst deinen Glauben mit Jesus Christus und der Tobi betet auch für Menschen, die gesundheitliche Gebrechen haben, für Heilung, weil das lesen wir in der Bibel auch. Ist das etwas, das du jetzt so ganz neu entdeckt hast, Tobi, das dir so auf dem Herzen liegt, diese Outreach? Ja, ich hätte es niemals gedacht früher. Oder? Ich meine, ich war ganz rot angelaufen, wenn ich vor Leute stehe und etwas sagen müsste. So. Aber vor 2-3 Jahren habe ich mal einen Film gesehen, wo Christen auf die Straße gingen, mit Leuten gebetet haben, einfach gerade da, wo sie sind, irgendwie im Alltag, über Jesus erzählt, über Gottes Liebe erzählt haben. Und das hat mich so gepackt. Ich habe gedacht, das muss ich unbedingt auch, das ist genau das. Und ich habe mich dann auf die Suche gemacht, eine Ausbildung. Und dann habe ich einfach einen Schritt am anderen. Am Anfang habe ich das Gefühl gehabt, ich sterbe. Und es ist wirklich, es hat total Überwindung gebraucht. So die ersten Straßeneinsätze. Dachte ich wirklich, das überlebe ich nicht, aber am dritten Mal hat es mir den Ärmel reingezogen, wo ich ein Beispiel gebracht habe, so 2-3 Moslems, und ich habe so junge Leute und ich habe eine Geschichte erzählt und die waren so berührt, oder? Einfach das Evangelium gebracht und da habe ich gedacht, das möchte ich unbedingt weiterziehen. Und ich habe nie mehr aufgehört seit dann. Jede Woche gehe ich auf die Straße und erzähle den Leuten von dem, was Jesus getan hat für uns. Wow. Dass er alles bezahlt hat, für jeden Mensch, die Sünde weggenommen, dass wir Beziehung haben können mit Gott. Wir müssen nichts bringen, wir können einfach seine Kinder sein. Das ist ein Geschenk von Gott. Und diese Beziehung hat Gott wiederhergestellt, dass wir wieder eine Beziehung haben können mit Gott. Und das liegt mir so am Herzen und das möchte ich einfach so vielen Menschen, diese Freiheit, die ich ja selber erlebt habe, wo Gott schenkt durch Jesus. Und in aller Hinsicht, sei es seelisch, körperlich oder sonst Probleme, wo Gott uns Leben schenken will, in allen Bereichen. Und das möchte ich einfach weitertragen, überall wo ich bin, als Musiker, jede Woche in einem Marktplatz oder Bahnhof, wo ich einfach von seiner Liebe den Menschen in den Herzen singen möchte oder einfach auch persönlich mit den Leuten reden. Mhm. Das mache ich so gerne. Und ich finde das so schön, du hast gesagt, das hat auch Überwindung gekostet, am Anfang sich hinzustellen und zu sagen, ich teile meinen Glauben auch, ich bete direkt dort mit Leuten und für ihre Situation. Ich finde das so, so schön. Danke für die Ermutigung, dass du uns auch gesagt hast, jawohl, mach das und das jede Woche. Ich finde das so, so schön. So ganz zum Schluss, Tobi, gibt es etwas, wo du sagst, das habe ich so stark auf meinem Herz, das möchte ich unbedingt noch teilen? Ja, jetzt gerade sehr aktuelle Corona-Zeit, oder? Ich erlebe, wir erleben als Familie Gott mega, auch jetzt gerade finanziell und so, wie Gott segnet. Gerade vorgestern hatten wir im Briefkasten wieder einen vierstelligen Betrag, von anonymen Brief und keine Ahnung von wem, oder? Gott versorgt wirklich, auch jetzt gerade, wo ich nicht groß Konzerte machen kann. Und ich möchte einfach als Ermutigung sagen, jetzt gerade, wo viele nicht groß finanziell verdienen können und vielleicht auch viele, wo auf Partys gebaut haben, man kann keine Partys machen, so viele Krücken, irdische Sachen, wo wir gebaut haben drauf, zerfallen und jetzt ist die Chance, um unsere Flügel auszubreiten, uns tragen lassen vom Wind, zwar von Gott, er versorgt und jetzt können wir ihn erleben, wenn wir die Flügel auftun, auf Gott schauen, auf Gott vertrauen, er versorgt wirklich. Vielen herzlichen Dank, Tobi, wirklich, dass du uns so hast teilhaben lassen an deinem Leben. Und wenn man denkt, gerade wie alles mal begonnen hat, als Kind diese Erfahrung, und du hast so wichtige Dinge gesagt, vergeben, loslassen, Gott vertrauen und wirklich eine Beziehung mit Jesus Christus leben und das nicht nur für sich behalten, sondern auch zu teilen mit anderen Menschen, gerade auch in dieser Zeit, weil du hast sonst hunderte von Konzerten, das betrifft ja dich jetzt auch, diese Situation rund um Covid-19.
Aber du erlebst oder ihr erlebt als Familie, wie Gott versorgt. Ja, und liebe Zuschauer, vielleicht ist das heute der Tag, ihr Tag, wo sie sagen, so habe ich das noch nie gehört, mit diesem Jesus Christus, noch nie, so persönlich. Ja, er ist für sie und er möchte auch ihr Leben gut, schön machen und auch ihr Versorger sein. Und das ist vielleicht einfach diese Möglichkeit heute, dass sie sagen, das möchte ich auch erfahren. Und das ist die größte Freude natürlich auch für uns, wenn sich Menschen entscheiden für Jesus Christus. Egal wie ihr Leben bisher verlaufen ist, wir laden sie ein, wenn sie diesen Schritt noch nicht gemacht haben, dass sie sich entscheiden für Jesus Christus. Und ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich bei dir, Tobi. So schön. Ich freue mich auf weitere Konzerte auch mit dir. Eingeblendet auch die Website von Tobi Meyer. Und Ihnen wünschen wir von ganzem Herzen Gottes Segen. Schauen Sie bald mal wieder bei uns vorbei.